Dank Hero und der Unterstützung der anderen Mitglieder der Garde von Eel konnte ich dem Kerker entgehen. Gemeinsam haben sie Miiko davon überzeugt, mir eine zweite Chance zu geben. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eldaria. Episode 3! Wuhu! Heute werden wir uns endlich eine Garde aussuchen und vielleicht sogar einen kleinen Freund, einen kleinen Gefährten dazu bekommen. Ja, ich habe schon ein bisschen im Forum gelesen. Ich gebe es zu. Ich bin böse. Und ich will doch nicht lange drum rumreden, weil ich habe das Gefühl, das wird auch nochmal eine etwas längere Episode sein. Und die Serverprobleme haben sich leider immer noch nicht stabilisiert und es ist schon relativ spät abends und ich habe keine Lust, noch bis Mitternacht hier zu sitzen. Bitte habt Verständnis dafür. Und dann machen wir einfach mal weiter. Aber ich hatte nicht begriffen, was das bedeuten sollte. Miiko ist echt lustig. Du sollst Mitglied einer Garde werden. Pff, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin dazu verpflichtet, einer Garde beizutreten? Du hast vorhin von einem Refugium gesprochen. Da könnte ich doch hin. Meine Güte, bin ich schnupfig heute. Tut mir leid. Ich versuche es irgendwie erträglich zu machen. Ich habe auch schon Nasenspray genommen, aber irgendwie wird das Ganze nicht besser. Nein, sie hat sich klar ausgedrückt. Die Jungs sollen sich um dich kümmern und das bedeutet, dass du eine der Garden beitreten musst. Aber in welche weiß ich nicht. Hast du ein bestimmtes Talent? Oh ja, ich habe viele Talente. Nichts Außergewöhnliches. Aber ich bezweifle, dass es mir in dieser Welt sonderlich weiterhilft. Ich kann zum Beispiel Schokolade in Rekordgeschwindigkeit schnabulieren. Das ist mein persönliches Talent. Ja, da könntest du recht haben. Wir machen mit den Grundlagen weiter und entscheiden dann, wie es weitergeht. Was denn für Grundlagen? Die Garde natürlich. Ich habe dir von den vier Garden erzählt, erinnerst du dich? Nee. Keine Ahnung. Das ist zwar schon eine Episode her, aber ich weiß gar nichts mehr. Weißt du? Aber dann kennen wir die Grundlagen doch schon, oder nicht? Ja. Jede von ihnen wird von Miiko und den Jungs geführt, die gerade gegangen sind. Ja. Ich nehme schon wieder 3 Minuten auf und ich bin gerade mal 2 Folien weitergekommen. Exakt. Auch wenn sich die einzelnen Garden verschieden spezialisiert haben, so verfolgen sie doch alle dasselbe Ziel. Und auch wenn du das Gefühl hast, es herrsche eine Art Konkurrenz zwischen ihnen, mach dir keine Gedanken. Das ist rein freundschaftlich. Bei einem neuen Rekruten ist es normalerweise meine Aufgabe, ihm einen Test zu unterziehen, um herauszufinden, welcher Garde er am besten dient. Aber ein Mensch kann diesen Test nicht ablegen, vermute ich. Toll. Dann hat man zwar Qualitäten, aber ich glaube kaum, dass unsere liebe Protagonistin mit Waffen umgehen kann. Oder mit Tränken. Oder Tränke mixen kann, bei denen sie nicht mal die Zutaten kennt. Also doch die Schattengarde. Ja, die Schattengarde. 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 Zumindest stellt sich mir diese Frage, ja. Aber vielleicht zerbreche ich mir nur unnötig den Kopf. Wenn du über eine Frage stolperst, auf die du nicht antworten kannst, dann geh einfach zur nächsten über. Ich krieg das schon irgendwie hin. Bist du bereit? Nein. Warte. Du hast gesagt, dass alle Garden letztendlich dasselbe Ziel verfolgen, bist dabei aber ziemlich vage geblieben. Wozu dient die Garde von Eel wirklich? Buddha bei die Fische. Los, Kero, erzähl. Krieg, Verdammnis. Hier geht irgendwas vor sich. Wir werden alle sterben. Hä? Das habe ich dir schon gesagt. Wir helfen den Bewohnern von Eldaria auf alle erdenkliche Weisen. Auch wenn unsere Aufgaben seit einiger Zeit doch gefährlicher und brisanter geworden sind. Moment, was heißt gefährlich und brisant? Was ist denn passiert? Siehst du den Kristall hinter mir? Also ganz ehrlich, der ist ja auch nicht zu übersehen, oder? Haben wir nicht gleich in der ersten Episode gelernt, dass der Haus hoch ist? Ja, natürlich. Ich bin ja nicht blind. Er ist für unsere Welt
außerordentlich wichtig. Er reguliert unsere Energie, das Mana. Er ist für uns sogar unverzichtbar. Man könnte sagen, er ist so wichtig wie Sauerstoff. Aha. Ihr braucht Sauerstoff? Und es ist noch nicht lange her, etwa ein Jahr. Da war der Kristall mindestens 10-mal so groß. What? Und wie hat er hier reingepasst? Also mal im Ernst, ich meine, dieser Saal ist ja nun nicht wirklich so gigantisch. 10-mal dieser Kristall. Ja, gut, okay, das haut schon hin, aber dann nicht in die Länge, sondern eher so in die Breite. Ich war ein ganz, ganz fetter Kristall. Aber Eindringlinge haben sich Zutritt zum Kristallsaal verschafft und Teile des Kristalls gestohlen. Neben der Verwaltung der Einwohner Eldarias hat sich die Garde seitdem zur Hauptaufgabe gemacht, die Kristallteile wieder zu beschaffen, die in unserer Welt verstreut sind. Das klingt ja super. Mensch. Also laufen wir durch diese ganze wundervolle, bunte Feenwelt und sammeln Kristallsplitter. Ist das dein Ernst? Seit unsere wichtigste Energiequelle zerstört wurde, sind viele Einwohner Eldarias sehr schwach, verrückt oder extrem aggressiv geworden. Es gab zwar immer Spezies in Eldaria, die gefährlicher waren als andere, aber jetzt ist es deutlich schlimmer geworden und es ist unsere Aufgabe aufzupassen, dass das Ganze nicht ausartet. Ah. Das ist doch mal eine Antwort, oder? Er erzählt uns da alles und das Einzige, was uns dazu einfällt, ist... Ah. Okay. Jetzt verstehe ich, warum Miiko rot gesehen hat, als ich mich den Kristall nähern wollte. Tja. Mäuselein. Kannst ja auch nicht einfach überall hinrennen und alles anfassen wollen. Ja, doch. Ich kenne das. In Sydney zum Beispiel gibt es ein ganz tolles Museum mit Dinosaurierknochen. Die sind so versteinert. Und man darf alles anfassen. Alles. Da sind so versteinerte Eier und alte Fußabdrücke und natürlich dann noch die Knochen und Skelette. Und man kann alles antatschen. Das war so toll. Naja, kein Grund, dir Sorgen zu machen. Du wirst sicherlich nichts Gefährliches machen müssen. Ja, klar. Und wovon träumst du nachts? Genau, genau. Diesen Eindruck habe ich gerade nicht bekommen. Immerhin ist sie clever. Das hat doch schon mal etwas. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Also, bist du bereit für die Fragen? Ist das eine Fangfrage? Ich glaube, ich will das nicht. Weil irgendwie scheint das mit der Gartenzuordnung noch nicht so ganz zu funktionieren. Und jetzt habe ich so ein kleines bisschen Angst, dass wenn ich nur eine falsche Frage nehme, dass ich dann plötzlich in der Absinth-Garde oder so lande, bei der ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe, das wäre überhaupt nichts für mich. Aber gut, ja. Ja, wir sind bereit. Natürlich. Oder so. Hauptsache nicht die Absinth-Garde. Perfekt. Ich habe den Fragebogen in der Bibliothek liegen. Lass uns gehen. Also wenn ich weiterklicken könnte... Aha! Dialog schließen. Oh, wisst ihr, was ich nett finden würde? Wenn man hier so eine Option hätte, dass man die ganzen anderen Mädels, die gerade online sind, rausschmeißen könnte. Oh, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Bevor du den Test von Kero beginnst, finde die Jungs, um sie besser kennenzulernen. Aber Vorsicht, lass dich nicht beeinflussen. Wie soll ich mich denn beeinflussen lassen, wenn ich die Fragen gar nicht kenne? Hä? Ich weiß doch gar nicht, was für wen. Oder ist das so offensichtlich? Ist das so offensichtlich? Oh, wir kommen voran. Wir kommen voran. Ich bin begeistert. Wir nehmen ja auch erst seit 22 Minuten auf. Yes! Oh. Oh mein Gott! Ich kann mich nicht entscheiden. Wir gehen mal in die Schmiede. Und da ist niemand. Was habe ich auch erwartet? Oh.
Okay. Wo jetzt? Essen? Und da ist auch keiner. Wie überraschend. Warum will uns denn plötzlich keiner? Hallo. Hallo, Menschen. Da ist jemand. Na, hast du den Test schon hinter dir? Frage Nummer 9 war ganz schön schwierig, oder? Nein, noch nicht. Wir wollten ihn gerade machen. Ich verstehe. Es ist also noch Zeit, das Zünglein an der Waage zu spielen. Du kannst gerne mein Zünglein spielen, wenn du willst. Er hat sich gebeugt, um einen Knicks zu machen. Ich bin Nefra und zuständig für die Schattengarde. Wenn du möchtest, dass ich mich um dich kümmere, versuche meine Garde zu kommen. Kümmere. Was bedeutet dieses kümmere? Ich denke darüber nach. Was hat er vor? Also ich muss sagen, wir haben ja jetzt noch nicht so viel gesehen von den Jungs. Ich mag ihn aber ganz gerne. Weil, das soll jetzt nicht oberflächlich klingen, aber erstens, er sieht nicht schlecht aus. Aber zweitens, er ist neben Kero der Einzige, der bisher nett zu uns war. Bis auf Leiftern. Aber Leiftern, den können wir, glaube ich, nicht daten. Zumindest werden wir jetzt nicht mit ihm sprechen, weil er ja kein Oberhaupt von irgendeiner Garde ist. Hör damit auf, sie zu beeinflussen, Nefra. Komm, Valkyria, lass uns gehen. Ach, süß. Komm, lass uns gehen. Mit dem wollen wir uns jetzt nicht mehr rumschlagen. Oh, wenn das jetzt nochmal so lange dauert, bis wir die anderen überhaupt mal treffen, weiß ich nicht, ob ich Lust habe, diese Episode heute komplett durchzuspielen. Wie gesagt, ich bin jetzt bei einer halben Stunde. Eine halbe Stunde. Und wir haben noch nicht mal den Test gemacht. Und ich werde sehr viel wieder schneiden müssen. Ich habe aber keine Lust, so viel zu schneiden. Oh, das sieht vielversprechend aus. Komm, Glück, lass mich jetzt nicht im Stich. Hey! Ich ging an der Seite von Kero-Shan, als Valkyrian auftauchte und auf ihn zuging, um ihm eine Frage zu stellen. Dabei ignorierte er völlig meine Anwesenheit. Dankeschön. So fühlt man sich doch gleich herzlich willkommen, oder? Gleich aufgenommen. Neue Freunde. Man will gar nicht mehr nach Hause gehen. Der Test hat sie also welcher Garde zugewiesen? Azarels oder Nevras Garde? Hallo? Du besitzt auch eine? Sag doch gleich, dass du mich nicht haben willst. Du Penetrator. Wir haben ihn noch nicht gemacht. Aber es wäre genauso möglich, dass sie in deine Garde kommt, weißt du? Schön, dass du das mal sagst, Kero. Ich glaube, das war ihm nicht so bewusst. Keiner will mich haben. Keiner hat mich lieb. Miau. Völlig emotionslos musterte mich Valkyrian von Kopf bis Fuß. Vielleicht. Kannst du kämpfen? Ja, ich kann dich mit Wattebäuschen bewerfen, solange bis du blutest. Mhm. Ich bin zwar nicht kräftig, aber ich habe Durchhaltevermögen. Na, das ist doch auch meine Antwort. Ich glaube, mich verteidigen zu können. Ach was, glaubst du das? Das klingt irgendwie nicht wirklich zuversichtlich. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn du in die Obsidian-Garde eintreten willst, dann braucht es mehr als das. Die Handhabung von Waffen ist eine Disziplin, die wir... Hey! Hör auch du bitte auf zu versuchen, sie zu beeinflussen. Oh Gott, nein, ist das süß. Weint er schon wieder? Sieht immer so aus, als ob er weinen würde. Meh. Du sollst sie doch nicht beeinflussen. Oh, Entschuldigung. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Was sollte das dann?
Naja, okay, eigentlich hat er mich ja auch nicht beeinflusst. Er hat nur gesagt, dass die Handhabung von Waffen eine Disziplin ist und eine Tugend, die in der Obsidian-Garde auf jeden Fall gefragt ist. Mehr hat er gar nicht gesagt. Gut, fehlt noch der dritte im Bunde. Azarel? Azrael? Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Ich habe echt Probleme mit diesem Spiel, weil ich diesen Namen nicht mehr aussprechen kann. Oder können wir vielleicht doch schon hoch in die Bibliothek? Bibliothek. Es ist einfach zu spät am Abend. Ich kann nicht mehr reden. Ich versuche das einfach mal. Wir gehen jetzt da mal hoch und gucken, ob da irgendjemand ist. Oder ob wir den Test schon machen können. Auf Azarel habe ich irgendwie keine Lust. Den kann ich irgendwie nicht einschätzen. Der hat ganz merkwürdige Stimmungsschwankungen. Der ist wie so eine Frau. Erst ist er so total ernst und dann plötzlich total schelmisch und... Ne. Ich habe selbst schon genug mit meinen Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Brauche ich nicht auch noch einen Kerl, der so schwierig ist. Zumindest der bisher so schwierig ist. Ich weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist er ja auch ganz nett. Vielleicht. Und er will es uns einfach noch nicht zeigen. Und es taucht wieder niemand auf. Es ist herrlich. Vor allem, wenn der Wechsel von einem Raum in den anderen über eine Minute dauert und... Ach, Spiel. Du zerrst an meinen Nerven. Mach doch mal was. Was macht ihr hier? Habt ihr den Test schon gemacht? Diese Frage stellt uns wirklich jeder. Ja, das ist ja auch gerade das Thema hier in Eldaria. Oh mein Gott, ein Mensch ist angekommen. Und sie soll auch noch in die Garde von El eintreten. Oh mein Gott, sie hat den Test gemacht. Wo wird sie reinkommen? Bin langsam dermaßen verzweifelt. Wenn man schon eine Dreiviertelstunde aufnimmt. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, meinen Kopf unaufhaltsam die ganze Zeit gegen die Tischplatte zu knallen. Das ist doch legitim. Ja, oder... Das passt ja gerade wunderbar. Es ist legitim, seinen Kopf auf die Tischplatte zu knallen. Jeder von uns will wissen, ob wir einen zusätzlichen Sklaven bekommen. Warte, bis ich bei dir in der Garde bin. Ich bin auch kein Sklave. Da mache ich dich zu meinem Sklaven. Keine Sorge, er macht nur einen Witz. Normalerweise mag ich ja auch Sarkasmus oder Ironie, aber er bringt das irgendwie nicht so rüber, dass ich es mag. Du glaubst, ich mache Witze? Nein, das ist ja das Problem. Du, liebenswerter Elf, du. Lass uns Freunde sein. Du kannst meinem unwiderstehlichen Charme doch gar nicht entfliehen. Ha? Mach dir keine Sorgen. Solltest du wirklich in die Absinthgarde eintreten, wird es schon gut gehen. Das klingt nicht gerade optimistisch. Es wird versucht, optimistisch darzustellen, aber ich glaube ihm das nicht. Es wird bestimmt alles gut. Ich will da ja auch gar nicht rein. Also wenn ich da rein sollte, dann bin ich mucksch. Dann streike ich erstmal. Dann bin ich froh, dass es hier noch keine vierte Episode gibt, weil ich die dann erstmal aus Trotz nicht spielen würde. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Wir werden sehen. Ja, ab dem Moment, wo du alle Pflanzen Eldarias, die Inhaltsstoffe des Gefährtenfutters und die Eigenschaften der vielen Gifte, die man hier findet, kennst, kann nichts mehr schiefgehen. Ich hab gar keinen Bock, das zu lernen. Mach deinen Scheiß doch selber. Während die anderen eher versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen, versuchst du eher, ihr Angst zu machen. Du bist wirklich unmöglich, Azarel. Tja. Ich sag ja, keiner will mich haben. Vor allem, wo haben die anderen denn versucht, mich auf ihre Seite zu ziehen? Nefra hat's versucht. Und Valkyron? Valkyron, der mag mich doch auch nicht. Der will mich auch nicht haben. Ich bin halt ein kleines Mädchen, das nicht weiß, wie man mit Waffen umgeht. Also in dem Spiel. In echt weiß ich das. Nicht falsch verstehen. Ich bin kein potenzieller Amokläufer. Ja? Gut.
Und das tut mir nicht einmal leid. Das habe ich nicht ganz verstanden. Meint er das nun ernst oder nicht? Der Kerl hat den Schalk im Nacken. Ich muss mich erstmal ein bisschen darauf einstellen, dass er so ist. Ich hoffe, das schaffe ich während des Spiels noch. Für die Mädels unter euch, die zu Team Azarel klingt irgendwie besser. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt nur noch Azarel. Die zum Team Azarel gehören. Okay, Bibliothek. Jetzt können wir den Test machen. Garden Test! Nach einer Stunde Spielzeit! Und mein Steiß tut schon weh! Da wären wir. Also, wo habe ich den Fragebogen noch gleich hingeräumt? Kiro suchte überall. Ja, schade, jetzt können wir den Fragebogen nicht machen, weil Kiro das Ding verschlammt hat. Jetzt müssen wir nochmal durchs Schloss laufen und den Fragebogen suchen. Und dann suchen wir nochmal eine Stunde, weil es immer noch diese verdammten Serverprobleme gibt. Ah, da ist der ja! Sein Horn fing an zu glitzern und im selben Moment erhob sich ein Buch aus dem Regal und schwebte auf ihn zu. Ich finde diese Formulierung, sein Horn fing an zu glitzern, wirklich äußerst fragwürdig. Wow, wie hast du das gemacht? Wovon sprichst du? Gott, er sieht irgendwie voll ertappt aus. Was habe ich getan? Das Buch, es ist von ganz allein zu dir gekommen. Zauberei! Du bist ein Zauberer, Kiro. Du musst nach Hogwarts. Warum hat er lackierte Fingernägel? Vor allem sehen die nicht wirklich einfarbig aus. Hat er mehrfach lackierte Fingernägel? Worauf man so achtet, wenn man Zeit hat. Oh! Ich hatte glatt vergessen, dass du nicht von hier kommst. Stimmt schon, die Magie muss ganz schön beeindruckend sein, wenn man sie nicht kennt. Sagen wir, sie ist eine meiner Begabungen. Mensch, das ist ja praktisch. Was hast du noch so für Begabungen? Sei doch nicht so schüchtern. Hm? Du hast ja keine Vorstellung. Also, bist du bereit? So bereit, wie man eben sein kann, wenn man gerade in einer fremden Welt gelandet ist und nie wieder nach Hause kommt und nun dazu gezwungen ist, in irgendeine Garde reinzukommen. Ja. Wenn du eine Frage nicht verstehst, zögere nicht und frage nach. In Ordnung? Ja. Die Garde ist an das Ergebnis eines Fragebogens gekoppelt. Sie beeinflusst nicht das Geschehen im Szenario oder die Beziehung zu den einzelnen Charakteren. Das Ranking der Garden und der Spieler ermöglicht das Erspielen von Boni und exklusiven Objekten. Einige Objekte und Gefährten sind für bestimmte Garden reserviert. Wenn du nicht in der Garde bist, die für das Objekt oder den Gefährt nötig ist, so kannst du diese auch nicht erhalten. Das klingt total ätzend. Also wenn ich jetzt tatsächlich in der Absinth-Garde landen sollte und ich dann diese ganzen Outfits bekomme, die mir wahrscheinlich überhaupt nicht zusagen, boah, ich glaube, dann wäre ich ganz schön angepisst. Ich lese dir am besten die Fragen vor. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob du unsere Schrift lesen kannst. Sie unterscheidet sich von der Schrift der Menschen. Oh. Okay. Na toll. Und da ich hier nie wieder entkommen kann, muss ich diese Schrift wahrscheinlich auch noch lernen, oder? Denkt da mal jemand drüber nach? Also, die erste Frage. Welche Tageszeit magst du am liebsten? Die Abenddämmerung, die Morgendämmerung oder die Mittagszeit? Ja, das ist einfach. Dann nehme ich das erste. Oh, Mann, schon kommen die Antwortmöglichkeiten. Ich nehme die Abenddämmerung. Gefällt mir. Obwohl die Morgendämmerung auch sehr schön sein kann. Vor allem, wenn ein schöner Tag wird und die ganzen Felder voll Nebel stehen und dann diese blutrote Sonne aufgeht. Das ist immer sehr, sehr schön. Gut. Welches Objekt nimmst du mit, wenn du in den Wald des Schlafes aufbrichst? In den Wald des Schlafes? Der Wald des... was? Es ist ein berühmter Ort in Eldaria. Na was, toll. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, Kero.
Das bringt mich auch nicht viel weiter. Also sage ich... Ja, du kennst doch nicht mal die Antwortmöglichkeit, oder? Rose! Du hast die Wahl zwischen eine würzige Melone, ein Kissen und dein Mut und ein Messer. Was ist das denn? Also ganz ehrlich, eine würzige Melone? Was soll das denn sein? Eine Melone mit ordentlich Tabasco. Oh, geil. Wir können diese Frage überspringen, wenn du willst. Nein, ich möchte eine Antwort geben. Oh, eine würzige Melone, ein Kissen, mein Mut und ein Messer. Wenn ich in den Wald des Schlafes gehe. Also ganz ehrlich, dann nehme ich ein Kissen mit. Kommen wir zur dritten Frage. Was machst du in deiner Freizeit? Gehst du in die Bibliothek von Alexandria? Erkundest du die Erzgruben? Oder bleibst du zu Hause? Kero, Moment. Die Bibliothek von Alexandria zu besuchen könnte schwierig werden. Sie existiert seit Jahrhunderten nicht mehr. Wir haben eine Nachbildung von ihr in Eldaria. Ja, genau. Eine Nachbildung. Er fing an, nervös zu kichern. Okay, cool. Die haben die Bibliothek von Alexandria geklaut. Schöne Sache. Die Welt wird mir immer sympathischer. Also, wie lautet deine Antwort? Auch das ist für mich relativ einfach zu beantworten. Ich bleib zu Hause. Für Erkundung bin ich viel zu faul. Außerdem bin ich dermaßen tollpatschig, dass ich in der Höhle garantiert irgendwo gegenlaufen würde. Oder irgendwelche Steine würden auf mich rauffallen. Oder ich würde plötzlich in irgendwelchen Löchern verschwinden, wo vorher keine Löcher waren. Okay, lassen wir das einfach. Nächste Frage? Ha? Okay, nächste Frage. Du triffst plötzlich auf einen Black Dog. Was tust du? Was ist das, ein Black Dog? Vielleicht ein schwarzer Hund? So mal ganz ins Blaue geraten? Das ist kompliziert. Na toll. Die meisten Fragen hier kann ich gar nicht beantworten, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Oh Mann, was soll ich denn darauf bloß antworten? Kero, du bist unser Quizmaster. Gib mir nochmal ein paar Antwortmöglichkeiten, bitte. Die möglichen Antworten lauten, ich hole meinen Mut und mein Messer hervor. Warte, hatten wir das nicht schon? Ich versuche, die Flucht zu ergreifen. Oder ich versuche, ihn zu besänftigen. Schon wieder sowas mit Mut und Messer? Dachte ich mir auch gerade schon. Sagen wir einfach, es ist eine Antwort, die einem Typ entspricht. Also, wie lautet deine Wahl? Tja, Mut und Messer klingt total nach Obsidian. Ich bin kein Feigling, also warum auch immer. Ich versuche ihn zu besänftigen. Ich meine, er kann ja nichts dafür, dass er schwarz ist. Entschuldigung. Oh, der war böse. Ist eingetragen. Kommen wir zu folgender Frage. Welche dieser drei Fairy-Spezies wählst du aus? Ich habe so ein Gefühl, als werden mir die möglichen Antworten nichts sagen. Das glaube ich allerdings auch. Das ist ein Fragebogen, der normalerweise den Bewohnern Eldarias gestellt wird. Die Antworten lauten ein Redcap, ein bebrilltes Einhorn oder... Hey! Wer hat sich einen Spaß erlaubt und irgendeinen Unsinn in meinen Fragebogen geschrieben? Ein bebrilltes Einhorn? Das bist doch du, oder? Oh, das ist gut.
gegrillte Einhorn wählen. Bitte. Ich bin sicher, das war Azrael. Er lässt wirklich nichts aus. Entschuldige, die richtigen Antwortmöglichkeiten lauten ein Redcap, ein Corrigan oder ein Blamire. Das sagt mir alles nichts. Also spielen wir jetzt? 1, 2 oder 3? Ach Mensch, was ist schon dabei? 1, 2 oder 3? Eins, zwei. Und die letzte Zahl ist 3. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wie, kein Licht? Ich dachte, ich krieg eine Kugel oder so. Naja. Gut. Welches der folgenden Objekte enthält am meisten Mana? Ein Büschel an Kaffeebohnen, purifiziertes Wasser oder unbehandelte Holzasche? Was sind das denn für Fragen? Das ist doch jetzt total random, was jetzt für welche egal ist oder so. Ich finde, purifiziert ist ein sehr schönes Wort. Also nehme ich purifiziert. Sehr gut. Und was ist dein liebstes Lebensmittel? Honig, Milch oder Brot? Nudeln. Das sind alle Auswahlmöglichkeiten. Die sind ja ganz schön banal. Dabei braucht es nichts Ausgefallenes. Naja, aber Brot? Ach komm, für Brot brauchst du auch Wasser und Mehl. Außerdem haben wir ja auch gelernt, dass die hier rationieren müssen, weil sie gar nicht so viel Lebensmittel haben. Ja? Banal, aber schick. Erinnerst du dich? Das war das, was der kleine Junge gestohlen hat. Brot ist ein übliches Lebensmittel Eldarias. Also, was magst du am liebsten? Ich habe als kleines Kind immer sehr gerne Honig gegessen. Das war immer das, was bei mir aufs Brot kam. Aber mit Milch kann man viel mehr herstellen. Also weiterentwickeln quasi. Und Honig und Brot, das ist halt so... Da kann man nicht wirklich neue Sachen mitmachen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich nehme die Milch. Milch. Haben die dann eigentlich auch Kühe hier? Oder so Milka-Kühe? Oh, vielleicht sind die Kühe in Eldaria ja wirklich lila. Deutschland, 20.47 Uhr. Eine interessante These wurde heraufbeschworen von einer jungen Let's Playerin. Und zwar, dass die Kühe in Eldaria lila sind. Finden wir es heraus in einem neuen Let's Play. Mein Gott, diese Wartezeiten machen mich so fertig. Ich habe keine Lust mehr. Ich sitze hier gleich 1,5 Stunden. Ich esse auch gern Cheeseburger, Pizza, Donuts. Wieso lässt sie immer die Nudeln aus? Tut mir leid, aber das kann ich nicht in meinen Fragebogen eintragen. Sowas aber auch. Schade. Oh. Ich kann hell sehen. Los, wir sind bald fertig. Es bleiben nur noch 3 Fragen übrig. Die nächste lautet: Woher hast du in Eldaria am meisten Angst? Vor den Illuminaten, den Triaden oder den Templern? Das sind doch Begriffe aus meiner Welt. Nicht nur. Was soll das heißen? Tut mir leid, aber dir alles zu erklären würde Stunden dauern. Willst du nicht einfach eine Antwort auswählen? Sei doch nicht so aggressiv, ist ja gut. Wie war das? Triaden, Illuminaten oder die Templer? Okay, in Ordnung, aber du musst es mir später noch erklären. Aber dann bitte, wenn der Server wieder hoch ist, ja? Danke. Triaden, Illuminaten, Templer...
erklärt mich für verrückt, aber ich kenne den Film Illuminati überhaupt nicht. Triaden. Damit verbinde ich irgendwie gerade auch nichts. Aber ich bin ein sehr großer Assassin's Creed-Anhänger. Und da geht es ja auch um den Kampf zwischen den Assassinen und den Templern. Und die Templer, die waren immer böse. Außerdem war meine Facharbeit über Richard Löwenherz und der war auch Templer. Also, ich nehme die Templer. Ganz einfach, weil ich damit am meisten verbinde. Oh, okay. Also dann, die nächste Frage. Er scheint peinlich berührt zu sein. Hä, habe ich was Falsches gesagt? Vielleicht sollte er mir das doch nochmal erklären, was es damit auf sich hat. Wessen Befehlen musst du gehorchen? Welche Antworten stehen denn zur Auswahl? Also, da wären Miiko, Miiko oder Miiko. Boah. Oh ey, das ist echt eine harte Nuss. Ich tendiere zwischen zwei Antwortmöglichkeiten. Und zwar zwischen Miiko und Miiko. Oh Gott. Wenn man hier wenigstens einen 50-50-Joker hätte oder das Publikum fragen könnte. Oh, Miiko, Miiko oder... Ich glaube, es ist immer noch Miiko. Mhm. Einloggen, Herr Jauch, bitte. Und zum Schluss die letzte Frage. In welche Garde würdest du gern eintreten? Oh, das ist einfach. Das ist einfach. Das kann ich beantworten. Endlich eine Frage, auf die ich eine Antwort weiß. Ja, 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 ja. Oh, das waren doch nicht nur schwere Fragen. Die vorletzte war doch zum Beispiel ganz einfach. Ja, total. Die vorletzte war etwas seltsam. Also, in welche Garde möchtest du gern eintreten? In die Schattengarde. Die Schattengarde. Ja, 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 ja. Perfekt. Warte bitte kurz. Ich zähle die Punkte zusammen. Oh Mann, Kiro. Mach's nicht so spannend. Es hat einige Minuten gedauert, bis er wieder zu mir aufsah. Spannung! Spannung! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht... Oh, Scheiße! Warum? Wie es aussieht, hast du eher eine Neigung zur Natur und allem, was mit dem Brauen von Tränken zu tun hat. Nein, habe ich nicht. Das ist genau das, wo ich nicht rein wollte. Aus diesem Grund wirst du dich der Absinthgarde anschließen. Hä, was? Nein! Eine Neigung? Auf mindestens die Hälfte der Fragen habe ich doch nach dem Zufallsprinzip geantwortet. Boah, ist das gemein! Hä? Das gibt's doch nicht! Das ist doch Beschiss! Funktioniert das mit der Gartenzuordnung immer noch nicht, oder was? Oh Mann, ey! Wenn es wenigstens Obsidian gewesen wäre, scheiß drauf! Und jetzt sind es genau die beiden nicht geworden, die ich gehabt haben hätte wollen. Boah, ey, das frustet mich gerade total. Das ist nun mal das Testergebnis. Du bist von jetzt an Mitglied einer Garde. Gib für deine Garde dein Bestes, sodass sie den bestmöglichen Platz im Ranking erreichen kann. Bestmöglicher Platz im Ranking? Oh, das ist doch Beschiss. Ich will nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Was rede ich? Ich bin zu Hause. Boah, ey. Nee, Freunde, tut mir leid, aber ich komme über diesen Schock nicht hinweg. Ich glaube, ich bin gerade zu demotiviert, um überhaupt weiterzuspielen. Ich glaube, ich mache gleich erstmal einen Cut. Ja.
wisst ihr was? Genau das werde ich jetzt an dieser Stelle machen. Ich werde hier jetzt einen Cut machen. Ich nehme seit über 1,5 Stunden auf. Und dann mache ich gleich weiter mit dem Tutorial. Also nicht gleich, sondern morgen. Morgen kommt dann das nächste Video rein und ich bin durch. Ich streik jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Aber ihr könnt trotzdem morgen gerne wieder einschalten, ja? Okay. Oh. Aber mal im Ernst, wie ist es bei euch gelaufen? Habt ihr tatsächlich die Garde, die bekommt, die ihr haben wolltet? Oder ist es bei euch ähnlich gelaufen? Habt ihr euch vorher mit Freunden abgesprochen, was die für Antworten hatten? So wie ich. Ich habe das Gefühl, dieser Fragebogen hat überhaupt nichts mit der Zuordnung zu tun, wer in welche Gilde kommt. Das ist doch echt Beschiss, Leute. Okay, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich bin jetzt zu deprimiert, um weiterzumachen und sag einfach mal Tüdelü und bis morgen. Ciao.